Worte. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben ja anscheinend doch eine relativ spannende Wahl zu erwarten, wie man dem Vorfeld doch entnehmen konnte. Auch die Bürgerschienen ist ganz spannend zu finden. Immerhin, wir liegen um 17.30 Uhr bei einer Wahlbeteiligung von 51,4%. Das ist deutlich mehr als bei der letzten Oberbürgermeisterwahl. Insofern ist das schon mal ein bemerkenswertes Ergebnis, bevor überhaupt ausgezählt wurde. Wahlberechtigt, um ein paar allgemeine Zahlen zu nennen, war natürlich jeder mit Vollendung des 18. Lebensjahres mit Wohnsitz hier in Dresden. Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister wird für eine Zeit von 7 Jahren gewählt. Wahrscheinlich wird es sein, dass wir in 4 Wochen uns hier nochmal sehen zu einem zweiten Wahlgang, aber da will ich jetzt erstmal nicht unten. Wir haben 360 Wahllokale bzw. Wahlräume. Insgesamt sind 3200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer heute unterwegs gewesen. Dazu kommen noch 85 Briefwahlvorstände. Und da möchte ich mich schon erstmal vorab bei allen Beteiligten bedanken für das Engagement, dass diese Wahl überhaupt abgewickelt werden konnte. Natürlich sind hinter den Kulissen auch jede Menge Leute am Wirken, um so eine Wahl vorzubereiten. Auch den Kolleginnen und Kollegen schon mal vorab ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube um 18.15 Uhr ist mir zumindest avisiert worden, gibt es möglicherweise schon die ersten Zahlen und dann wird sich das im Laufe des Abends sukzessive füllen und wie ich gehört habe, wird auch der ein oder andere Kandidat oder Kandidatin hier heute noch auflaufen, aber wahrscheinlich auch erst später, wenn die Ergebnisse ein bisschen fester geworden sind. Meine Damen und Herren, ich darf uns und Ihnen einen spannenden Wahlabend wünschen und hoffe auf gute Unterhaltung, wenn man das so sagen darf, gute politische Unterhaltung, gute Gespräche und einen angenehmen Ausgang für wen auch immer. Vielen Dank. Wollen Sie nochmal jetzt separat oder? Ich denke, wir nehmen das ja auch.